Herzlich willkommen. Heute gibt es wieder ein Update-Video, was ich in den letzten Tagen bzw. Wochen gekauft habe, denn da ist noch einiges dabei vom November, was ich bis jetzt noch nicht gezeigt hatte. Und dann würde ich sagen, fangen wir zuerst mit den normalen DVDs und Blu-rays an. Zuerst habe ich mir gekauft Ohne Limit mit Bradley Cooper und Robert De Niro. Finde ich ein absolut geiler Film, fand ich auch mit einer der besten vom Jahr 2011. Also hat mir wirklich sehr gut gefallen. Jetzt haben wir die Rückseite. Ich glaube, der war beim Amazon Adventskalender für, ich glaube, 8 oder 9 Euro. Also ein guter Preis. Dann geht es weiter mit Matrix Reloaded. Das ist hier das HMV Slipcover mit Morpheus vorne drauf. Ich glaube, das hatte ich bis jetzt noch nicht gezeigt. Habe ich auch schon etwas länger. Vorne sieht man noch hier HMV. 20 Pfund war damals der Neupreis. Ja, jetzt fehlt mir eigentlich nur noch Trinity von der Reihe. Ich habe ja auch schon hier den Neo, hatte ich mir damals ja gekauft. Und ja, finde ich ziemlich cool, die Slipcover. Haben wir auch deutschen Ton, hatte ich auch schon gesagt. Dann geht's weiter mit The Big Bang Theory. Hatte ich bei Saturn für 10 Euro gekauft. Bei Saturn gab es halt diese Aktion, wenn man jetzt zum Beispiel The Big Bang Theory gekauft hat, hat man dann hier diese Big Bang Theory Tasse bekommen. Auf der Rückseite steht nochmal drauf Chaos Theoretiker. Und es gab dann noch weitere Staffeln, wie zum Beispiel One Tree Hill, Friends, Supernatural, Smallville, ER, Two and a Half Men und Nip/Tuck. Das heißt, wenn ihr euch jetzt hier irgendwie eine Serie gekauft habt von Friends, dazu könnt ihr euch dann halt die Friends-Tasse mitnehmen. Und das finde ich auf jeden Fall ziemlich cool. Hier steht jetzt nochmal Chaos Theoretiker. Und dann hatte ich mir natürlich dann noch direkt noch die zweite Staffel gekauft von The Big Bang Theory. Hat ja nur diese normale Keep Case und dann so ein Pappschuber drum. So, weiter geht's mit, ich würde sagen, Limited Edition bzw. Collector's Edition. Und dann fangen wir zuerst mit Batman Begins. Das ist die Limited Collector's Edition. Kommt mit, hier vorne hat das so ein 3D-Holo-Cover. Die Edition gibt's auch als Blu-ray zu kaufen, ist aber, glaube ich, deutlich teurer. Ich hatte für die jetzt, ich glaube, 3 oder 4 Euro bezahlt. Das ist auch hier original verpackt. Hier ist nochmal der Inhalt. Wir haben das Coole hierbei ist, wir haben da so einen USB-Stick dabei. Da sind jetzt 18 Bilder drauf und hier ist der USB-Stick, sieht eigentlich ziemlich cool aus. Und wir haben dann noch 5 Postkarten. Gucken wir mal hier den Effekt nochmal irgendwie sehen. Weiter geht's mit Family Guy Blue Harvest. Ich meine, das heißt auch Limited Collector's Edition, weil ich habe hier das Backcover habe ich nicht mehr. Hatte ich jetzt bei eBay für 3,50 Euro ersteigert. Und hier vorne das Frontcover, das die ganzen Personen, sage ich mal, sind geprägt. Wenn man das hier irgendwie einigermaßen sieht. Also wirklich ziemlich, sieht eigentlich ziemlich nett aus. Hier auch der Schriftzug ist alles geprägt. Die Rückseite sieht identisch aus, die ist aber komplett glatt. Ist auch relativ glänzend. Sieht das ja auch überall die Fingerabdrücke. Hier ist nochmal die Seite. Und das ist hat so einen Pappschuber und hier vorne ist halt einmal das T-Shirt drin, ein Booklet. Dann ist hier so eine 3D-Version drauf, wo man mit diesen 3D-Brillen, ich kann euch das mal auch sonst mal eben schnell zeigen. Also hier mal die Disc, dann haben wir hier das T-Shirt und hier sind halt diese 3D-Brillen. Das ist halt dieses, ich sag mal, dieses Fake 3D, wo man das hier angucken kann. Und hier, das ist nochmal, das sind so, so kleine Kärtchen, wo immer so Bilder drauf sind. Und wenn man das dann hier umdreht, die Karten, hat man dann noch ein Komplettbild und dann könnte man das auch mit den 3D-Brillen sich angucken. Und ich glaube, der Film kann man sich auch mit diesen 3D-Brillen angucken. Weiß ich aber nicht so genau, hatte ich jetzt noch nicht ausprobiert. So, weiter geht's mit Saw 3. Das ist die Limited 2-Disc Edition. Und die Edition ist limitiert auf insgesamt 4000 Stück. Die ist auch hier unten ganz klein nummeriert. Ich habe hier Nummer 440 von 4000. Also auch eine relativ niedrige Nummer. Das Schöne an der Edition ist halt, man sieht das hier, der ist ja auch so ein Ausschnitt. Und das ist quasi ein Steelbook mit einem Bloodpack, also so ähnlich wie Resident Evil, nur ich glaube, das Bloodpack ist etwas dünner, beziehungsweise von dem Plastik her ist das, glaube ich, etwas dünner. Im Steelbook selber sind nochmal, ich glaube, 2 oder 3 Zähne drin hier. Und ich glaube, da gab es auch in irgendeiner Edition von den 4000 einen goldenen Zahn, wo man, glaube ich, irgendwas gewonnen hätte.
Das weiß ich aber auch nicht so ganz genau. Hier ist mal die Rückseite. Die Edition ist auf jeden Fall wirklich sehr nett gemacht. Ist auch ja schon selten mittlerweile, da irgendwie halbwegs dran zu kommen. Hatte ich jetzt extrem Glück gehabt und habe dann auch direkt zugeschlagen. Ja, dann bleiben wir auch direkt bei den Import Editions. Und zwar habe ich mir am Black Friday The Dark Knight, und zwar ist das hier die Limited Edition Clown Mask Edition. Ist eigentlich ein Best Buy Exclusive, hatte ich jetzt aber bei Amazon kaufen können. Ich glaube, das ist hier auch so eine Art, ja, Wackelkopf mit der Clownmaske. Die Edition gibt es auch nochmal mit dem Batman-Kopf, ist aber sehr teuer. Also ich glaube, das ist fast der fünffache Preis, den man dann dafür bezahlen muss. Also ich habe hier, glaube ich, 18 € mit Versand bezahlt. Und mit dem Batman-Kopf ist das deutlich teurer. Ich glaube, 50 bis 60 € muss man da schon hinblättern. Und hier im Hintergrund seht ihr dann auch die Blu-ray. Ich glaube, das ist auch ein Slipcover. Hier ist nochmal die Rückseite. Ich meine, dafür, dass die jetzt neu sein soll, ich meine, ist die ja, aber ist die wirklich schon, ja, relativ, ich sag mal, abgenutzt, wie man das hier auch überall sehen kann. Aber bei dem Preis, ja, was will man machen, ne? Und dann kommen wir zu einer etwas größeren Edition. Ich hoffe mal, die kriege ich jetzt halbwegs hier drauf. Und zwar ist das hier Ghost Rider, die Limited Edition Gift Set. Und hier vorne haben wir so einen, ja, so einen Ausschnitt. Und hier ist dann einmal der Ghost Rider, so eine, ja, so eine Büste. Sieht man jetzt wahrscheinlich relativ schlecht. Und hier ganz oben sieht man dann, ich glaube, das ist eine, die ganz normale DVD. Ich sehe es jetzt auch relativ schlecht. Das ist mal die Seitenansicht. Ja, das ist jetzt hier relativ blöd zu filmen, weil das echt riesengroß ist. Mal die Rückseite. Jetzt kommen wir zu DVDs und Blu-ray Steelbooks. Und wir fangen zuerst mit den DVDs an. Und hier haben wir einmal Terminator 2. Das ist allerdings, ja, ich würde sagen, so eine Art Tin Box oder Tin Case. Also, das ist kein wirkliches Steelbook, weil wenn man das jetzt mal hier aufmacht, verbirgt sich dann halt hier die normale DVD hinter. Und wie man auch sieht, der ganze Schriftzug ist alles geprägt. Und hier ist dann halt, ja, die ganz normale DVD drin. Die German Ultimate Edition. Hier ist auch mal die Rückseite. Das ist einfach ein ganz normales, ja, Backpaper, was hier vorne draufgeklebt ist. Okay, weiter geht's mit Resident Evil, die Trilogie in der Erstauflage. Insgesamt 3 DVDs. Und was mir natürlich an diesem Steelbook besonders gefällt, ist natürlich das Frontcover. Das ist eigentlich auch fast der einzige Hauptgrund, warum ich mir das gekauft hatte, weil mir das extrem gut gefällt. Das ganze Steelbook ist auch relativ glänzend. Jetzt mal die Rückseite, müsste auch uncut sein. Und das Steelbook macht sich natürlich sehr gut in meinem Resident Evil Fach, wenn ich es denn demnächst mal machen kann. Jetzt kommen wir zu meinen Blu-ray Steelbooks. Und als erstes haben wir hier World Invasion Battle Los Angeles. Das ist hier das Exklusiv-Steelbook von Amazon.de. Ich glaube, das war im Cyber Monday oder so. Ich glaube, für 13 oder 12 € bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Ist auch relativ ein glänzendes Steelbook. Also das Frontcover gefällt mir eigentlich sehr gut. Der Film war jetzt so, ich habe den ehrlich gesagt nach der Hälfte ausgemacht. Also ja, vielleicht muss ich mir nochmal angucken. Ich fand den jetzt nicht so gut irgendwie, aber das Steelbook gefällt mir extrem gut. Von Sony bekannt haben die ja hier wieder dieses Backpaper. Das heißt, wir haben hier noch ein Hintergrundbild. Ja, also zu dem Film kann ich nicht wirklich was sagen. Weiter geht's mit Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Teil 2. Und ich glaube, das war auch im Cyber Monday. Und dann hatte ich noch den Warner 5-Euro-Gutschein vom Sucker Punch Steelbook. Und da habe ich jetzt 8 € für bezahlt. Ja, kann man dafür ausgeben. Den Film hatte ich jetzt auch noch nicht gesehen. Also kann ich jetzt absolut nichts zu sagen. War ein reiner Blindkauf, weil ich das erste Steelbook hatte, also zu 7.1. Und dann musste ich natürlich auch 7.2 haben. Und das hat halt diesen ja, Papier-Slipcover wie beim ersten Teil schon. Hier ist die Rückseite. Ja, mehr kann ich jetzt eigentlich nicht zu sagen. Dann habe ich mir gekauft die grüne Laterne, also Green Lantern. Das ist hier das limitierte Steelbook mit Kinoversion plus Extended Cut. Das war auch wieder beim Amazon Cyber Monday und das von Amazon fand ich extrem diesmal echt, ja, ich sag mal ungut. Zwar sollte das um 18 Uhr eigentlich reinkommen und Amazon hat sich mal gedacht, ach nee,
machen wir es mal 9 Stunden früher und setzen das um 9 Uhr rein. Also das fand ich extrem, ja, also wirklich das Allerletzte. Das hatte ich auch wirklich nur ganz zufällig gesehen, wo ich dann ja eigentlich schon weg musste. Und dann habe ich nochmal kurz geguckt, dann war das drin und dann wollte ich es bestellen und dann hat das dreimal nicht geklappt. Also das war echt ein Akt, das E-Book hier zu kaufen. Also ja, weiß ich auch nicht. Also da war ich echt ein bisschen sauer. Und ja, das ist wieder so ein Backpaper. Wir haben hier auf der Rückseite, da haben wir, da stehen so ein paar ja, Zeilen drauf, ich weiß nicht mehr genau was. Das Steelbook gefällt mir eigentlich relativ gut, wobei mir jetzt hier Ryan Reynolds Vordergrund so nur so halb zusagt, muss ich ganz ehrlich sagen. Sieht trotzdem noch sehr gut aus, ist auch, ich glaube, ein bisschen glänzend, wenn man das hier so ein bisschen so gegens Licht hält. Der Film war, ja, ich würde sagen, war okay. Also der hat mich jetzt nicht wirklich extrem umgehauen, muss ich sagen. Da hatte mir jetzt Thor und Captain America viel besser gefallen von den Comic-Verfilmungen. Ich bin mal gespannt, ob noch ein zweiter Teil kommt, weil der erste Teil hat ja jetzt ja nicht so viel eingespielt. Aber ich meine, das Ende ist eigentlich offen für einen Teil 2. Und ja, bin ich mal gespannt. So, dann kommen wir jetzt auch schon zum letzten Steelbook. Und zwar aus Italien, Bitch Slap. Bei Amazon wird das als Tinbox gelistet, aber es ist offensichtlich hier auch ein Steelbook. Also ich weiß nicht genau, warum da Tinbox steht. Ja, das Frontcover gefällt mir extrem gut. Der Schriftzug hier ist geprägt und ist wirklich ein sehr glänzender Druck. Ansonsten ist das hier komplett silber gehalten. Und ich weiß nicht, ob man das genau sieht, jetzt hier durch die Folie. Also das hier ist auch alles hier geprägt. Sieht man hier so halbwegs jetzt, ne, glaube ich. Aber hier die Rückseite hat nur englischen und italienischen Ton. Jetzt mal die Seitenansicht. Das Steelbook gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. So, jetzt sind wir auch schon eigentlich am Ende. Es kommt noch eine Edition. Und zwar X-Men The Ultimate Collection. Und das war nämlich auch beim Cyber Monday mit Green Lantern. Und das haben die dann um 18 Uhr nämlich reingesetzt für 27 Euro. Die Edition hatte ich mir jetzt ehrlich gesagt etwas größer vorgestellt. Ich lege mal eben eine Blu-ray zum Vergleich hin. Ja, also hier ist die Blu-ray, also das ist ja relativ klein. Dann nochmal eben die Höhe. Ja, und die Limited Edition enthält alle 5 Teile, also mit dem neuen Erste Entscheidung. Ja, exklusive Bonus-Disc auf DVD und das Charakter-Booklet. Und hier auf der Rückseite sehen wir es nochmal. Hier, das ist ein Digi-Stack und das ist hier das Charakter-Booklet. Und hier sind dann halt alle 5 Teile, Region-Free. Und ja, eigentlich eine ziemlich geile Edition. Ich meine, für 27 Euro sind, glaube ich, irgendwie 5,50 Euro, 5,75 Euro irgendwie pro Film. Also das ist wirklich extrem günstig für eine Blu-ray. Und hier vorne, hier der Schriftzug ist geprägt. Das ganze Ding ist aus Plastik. So mal die Seite. Und die andere Seite. Und für 27 Euro ist das ein wirklich ein Hammerpreis. Ich glaube, der reguläre Preis ist 48 Euro, wenn mich das nicht täuscht. Ja, das war es jetzt auch schon mit meinem Update. Ich zeige euch nochmal eben schnell, was ich alles gekauft hatte. So, einmal hier noch die Steelbooks, die Blu-ray, dann die DVD-Steelbooks. Dann einmal The Clown, also die Clownmaske. Dann Ghost Rider, das kriegt man gar nicht mehr aufs Bild. Dann noch hier Big Bang Theory, Batman Begins, Saw 3 und Family Guy. Und dann halt noch die Tasse, die habe ich jetzt aber gerade schon wieder weggepackt. Also ja, das war eigentlich schon sehr viel. Ja, das war es auch schon mit meinem Update-Video. Die meisten werden, glaube ich, schon hier von fast alles gesehen haben, bis auf 2-3 Sachen, weil das meiste hatte ich halt, wie gesagt, schon auf Bildern gezeigt. Und die restlichen Sachen hatte ich ja schon ein separates Video zu gemacht. Und ich weiß nicht genau, ob ich vor Weihnachten noch ein Unboxing mache zu X-Men. Ansonsten wünsche ich euch schöne Weihnachten, lasst euch ja reichlich beschenken. Ich schätze mal, nach Weihnachten werde ich dann nochmal eine komplette Overview machen, weil ich wollte nochmal meine Regale ein bisschen umräumen und dazu nachhalten, ja, das letzte Overview 2011 machen und dann geht es natürlich weiter 2012. Ja, mehr gibt es erstmal nicht zu sagen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschö!